15 Channel. Infokanal Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus. Hallo und herzlich willkommen beim BM15 Channel, dem Infokanal des Bezirksmuseums Rudolfsheim 5 Haus. Im folgenden Vortrag berichtet Dr. Waltraud Zuleger über die Apothekerfamilie Friedrich. Wir hören unter anderem über den Gründer der Apotheke Maria vom Siege, Adolf Friedrich, und seine Enkelin Dieter Holesch, die es durchaus erfolgreich zur Schriftstellerei zog. Mein Name ist Brigitte Neichel, ich bin die Museumsleiterin und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und viele neue Erkenntnisse. Wenn Ihnen das Video gefällt, vergessen Sie nicht, uns einen Daumen hoch zu geben, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dadurch erfahren auch andere von unseren Angeboten und Sie werden informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Und jetzt geht es schon los mit dem spannenden Vortrag von Waltraud Zuleger. Dann kurz und bündig herzlich willkommen zum Vortrag. Was das Publikum betrifft, Sie wissen ja, wenn sich Fragen ergeben, können gleichgestellt werden. Wenn ich sie nicht beantworten kann oder die Beantwortung länger dauert, sage ich es Ihnen, dann verschieben wir es auf den Schluss. Aber natürlich stehe ich Ihnen auch nachher noch zur Verfügung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute getroffen haben, um diesen Vortrag gemeinsam zu erleben. Tja, Begrüßung auch für die Besucher für YouTube. Wie ich erfahren habe, wird der Vortrag ja auch ins Netz gestellt. Da ich mich dem nicht verweigert habe, ebenfalls diesen eine Begrüßung. Unser Thema ist heute mal ungewöhnlich, eine Apothekerfamilie aus 5 Haus. Eine Familie, die längst aus dem 15. Bezirk verschwunden scheint, und Aufhänger ist natürlich der Dr. Adolf Friedrich, Bürgermeister vom 5 Haus. Aber wir werden feststellen, dass auch seine Familie nicht uninteressant ist. Wir sind im Bezirk unterwegs und begeben uns auf eine Straße, die uns oft bei unseren Spaziergängen als Zentrum unterkommt, die Clementinengasse. Tja, bereits im Mittelalter soll sie Teil eines Feldweges gewesen sein, der von der Schmelz über die hangenden Lüssen, einem Weinbaugebiet, zum Wienfluss führte oder nach anderen Quellen nach Gumpendorf. Anfang des 17. Jahrhunderts wurden an einer Biegung dieses Weges, eben der heutigen Clementinengasse, damals noch unter der Grundherrschaft des Barnabitenkollegiums zu St. Michael, 5 kleine Weinhauerhäuschen erbaut. Wir wissen, dort entstand wenig später eine Siedlung und diese Siedlung hatte den Namen 5 Haus. Die Straße, die relativ steil abfällt, wurde wenig später unter dem Namen am Schwanenbergl bekannt, später als Schwanengasse, weil es dort einen Deich mit Schwänen gab oder weil dort ein Geflügelmarkt war, wir wissen es nicht. Tja, Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie umbenannt in Clementinengasse. Unter diesem Namen kennen wir sie heute. Aber nach wem bzw. nach welcher Clementine war die Gasse benannt? Im Heimatbuch von Weyrich aus den 1920er Jahren ist die Gasse nach Clementine Friedrich benannt, Ehefrau eines 5-Hauser Bürgermeisters. Tja, diese Information hat sich inzwischen als unrichtig herausgestellt. Dass sie nicht stimmen kann, ergibt sich aus der Tatsache, dass wir die Clementinengasse bereits Mitte des 19. Jahrhunderts haben, zu jener Zeit, als Bürgermeister Friedrich und seine Ehefrau sich im Bezirk erstmal niederließen. Also sicher noch kein Grund bestand, nach ihnen eine Straße zu benennen. In den einschlägigen Fachlexikern gilt als Namensgeberin eine Clementine Baronin Srebensky. Sie war eine geborene Bayreier Arnstein, eine Enkelin von Henriette von Arnstein, Bareira. Tja, ob sie wirklich die Namensgeberin ist, ich habe meine Bedenken mit Blick auf ihr Geburtsdatum. Sie soll Grundstücke überlassen haben, aber wenn man ihr Geburtsdatum ansieht, 20 Jahre, möglich, dass sie die Namensgeberin ist, sollte sich allerdings herausstellen, dass es noch eine dritte Clementine gibt, wäre für mich durchwegs möglich. Aber mal abgesehen davon, nachdem wir jetzt über die Clementinen nachgedacht haben, wer war eigentlich diese Clementine Friedrich? Dass man davon ausging, dass die Straße nach ihr benannt war, dürfte jedenfalls der Clementinengasse während des Nationalsozialismus eine Umbenennung erspart haben. Denn sind wir mal ehrlich,
Dieses Schicksal, das andere Straßen erlebten, Henriettenplatz ist das bekannteste Beispiel, damals Braunschweigplatz. Dabei hat Braunschweig eigentlich mit unserem Bezirk überhaupt nichts zu tun. Und die Angehörigen, also die Nachfahren von Heinrich dem Löwen, die in Wien nachgewiesen sind, sind im Nachbarbezirk anzutreffen, 14. Bezirk mit Cumberlandgasse oder Braunschweiggasse. Tja, aber wer war nun die Ehefrau des Bürgermeister Friedrichs, um zu unserem Vortrag zurückzugehen? Clementine Friedrich, von ihr hat sich ein kurzer Nachruf erhalten. Ich muss zugeben, als ich mit dem Vortrag begann, war sie vor allem eines, ein Name. Zwei Huschka, zwei Namen, also Vorname Clementine, Nachname Friedrich, Ehefrau des Bürgermeisters. Und ihr Leben lässt sich wohl auch damit umschreiben, Ehefrau, Mutter, Großmutter. Immerhin habe ich einen Nachruf entdeckt. Clementine Friedrich, geborene Stauber, gestorben am 3. Juni 1902 nach längerem schweren Leiden im 67. Lebensjahr. In Dulnerbach-Pressbaum in der Villa Friedrich. Witwe von Adolf Friedlich, dem erst vor kurzem verstorbenen ehemaligen Bürgermeister vom Fünfhaus, Gremialvorsteher, Ehren- und Direktorialmitglied unseres Vereins. Der Nachruf ist in der österreichischen Zeitschrift für Pharmazie erschienen. Und es ist wieder mal bezeichnend, dass der Ehemann, obwohl er ja eigentlich nur als Ehemann hier fungiert, natürlich ein bisschen ausführlich beschrieben wird. Sie soll mit ihrem Gatten in glücklichster Ehe gelebt haben und ihn daher nicht lange überlebt haben. Sie erfreute sich in Apothekerkreisen aufrichtiger Verehrung und herzlicher Sympathien. Dann erfahren wir noch, dass sie nach Burkersdorf überführt und dort auf dem Ortsfriedhof beigesetzt wurde. Sie hatte zwei Söhne, zwei Töchter. Naja, im Wesentlichen decken sich diese Informationen im Nachruf mit dem, was sich auch aus den Sterbematriken in der Pfarrkirche Pressbaum, die war damals für Burkersdorf bzw. für Dulnerbach-Lavis, wo sie gestorben ist, zuständig. Und der Nachruf, was das berichtet er, nun heißt es ja immer, ein Nachruf darf eigentlich nur 90-95% Positives enthalten. Also man kann nicht, also was erfahren wir aber dort? Clementine Friedrich, eine vorbildliche Ehefrau und wie die Erwähnung von Söhnen und Töchtern andeutet, auch eine vorbildliche Mutter. Das Kriterium, nach dem eine Frau im 19. Jahrhundert gemessen wurde, ihre Bewährung als Ehefrau und Mutter. Aber wie war sie eigentlich selbst? War die Ehe wirklich so glücklich möglich? Immerhin dauerte sie 39 Jahre mindestens. Das Hochzeitsdatum habe ich leider bisher noch nicht ausfindig machen können. Also werden die beiden wohl einigermaßen ganz gut miteinander ausgekommen sein. Möglicherweise hat er mehr bestanden. Tja, über Clementine Friedrich, was wissen wir außer den Fakten, die ihr Nachruf von ihr preisgibt? Und das ist ja nicht viel, oder? Nun, sie war die Ehefrau des Apothekers und Bürgermeisters. Sie war in Wien ansässig, oder besser, dort war ihre Familie ansässig, der Vater war Oberbuchhalter. Sie dürfte etwa ähnlichen Kreisen wie ihr Ehemann entsprungen sein. Interessant ist vor allem die Mutter, Anna. Sie war aus einer Buchhändlersfamilie, den Zollern. Und diese Familie wiederum geht auf Michael Zoller zurück. Dieser Michael Zoller oder von Zollern oder von Zoller war ein Buchhändler aus Südtirol, der sich im 18. Jahrhundert in Wien niedergelassen hatte, und zwar im Bereich von Neubau bei Wien. Er war verheiratet, hatte aber keine Kinder. Gemeinsam mit seinem Bruder, von dem die Mutter der Clementine Friedrich abstammte, gründete er eine Schule für arme Kinder. Diese Zollerschule hatte zur Folge, dass später eine Straße im 7. Bezirk nach ihm benannt wurde, die Zollergasse. Und in diesem Zusammenhang möchte ich eine Spekulation wagen, wie gesagt, eine Spekulation. Über Adolf Friedrich wissen wir, dass er seine Ausbildung bei Wenzel Sedlitzky hatte. Dieser Wenzel Sedlitzky hatte eine Apotheke am Schottengrund, also im 7. Bezirk. Die Familie der Clementine Friedrich war ursprünglich in Neubau, also in der Umgebung, ansässig. Es ist durchwegs vorstellbar, dass ihre Großeltern, Eltern ebenfalls dort noch ansässig waren, und dass die Apotheke am Schottenfeld jene Apotheke war, wo Adolf Friedrich seine Apothekerlehre am Ende abgeschlossen haben dürfte, also sein letztes Lehrjahr verbracht hatte, wäre vorstellbar, dass sich das Paar um
1852 kennengelernt hat. Daneben ist natürlich möglich, dass er noch später Kontakte zu seinem Lehrmeister hatte. Die Heirat wird ja so Anfang der 60er Jahre stattgefunden haben, zumindest nach den vorhandenen Daten, Geburtsdaten der ältesten, vermutlich ältesten Tochter und auch dem Lebenslauf Bechtheiner Apotheke Aufbau einer Existenz. Wie gesagt, es ist eine Spekulation, ob sich die beiden damals in diesem Gebiet kennengelernt haben, aber zumindest eine, die nach den derzeitigen Fakten nicht ganz abwegig ist. Von Clementine Friedrich, sie wird übrigens entweder mit C oder mit K geschrieben. Das Schreibweisen Jongieren war allerdings im 19. Jahrhundert nicht unüblich. Man erlebt sogar, dass Leute sich unterschrieben haben mit verschiedensten Formen, also selbst eine Person nicht da einheitlich war. Sie wurde im Mai 1836 geboren, er war 1833 geboren, sie war also etwa 3 Jahre jünger als er. Die Ehe dauerte mindestens 39 Jahre und wie ich schon vermute, sie werden wohl Anfang der 1860er Jahre oder vielleicht ein wenig früher geheiratet haben. Die älteste Tochter, vermutlich ist es die älteste Tochter, dürfte etwa die 1864 geborene Clementine sein. Wir werden feststellen, dass die Familie Friedrich in Bezug auf Namensgebung nicht gerade durch Kreativität gesegnet war. Und schließlich, Adolf Friedrich starb Anfang des Jahres 1902, da gibt es verschiedene Sterbedaten, seine Witwe ein halbes Jahr später. Ob das deswegen war, weil sie einfach so glücklich mit ihm gewesen war und ihn daher nicht lange überlebt hat, lasse ich offen. Sie litt nach den Sterbeangaben am Brustkrebs bzw. Erschöpfung, könnte also bereits damals sehr krank gewesen sein. Komplikationen scheint es keine gegeben zu haben, da sie bereits 2 Tage nach ihrem Tod beigesetzt werden konnte. Hier ein relativ magerer Lebenslauf, aber verglichen mit dem, was wir sonst oft über Frauen und Personen im Bezirk wissen, doch relativ viel. Übrigens habe ich in einem Zeitungseintrag von ihr in der Presse noch eine andere Information gefunden. Hier wird sie als Vizepräsidentin des Patriotischen Frauenvereins in Fünfhaus bezeichnet. Was es mit diesem patriotischen Frauenverein zu tun hat, konnte ich leider nicht eruieren. Es dürfte sich um einen Hilfsverein handeln. Allerdings handelt es sich bei diesem Frauenverein wieder um einen Zweigverein des Patriotischen Landeshilfsvereins des Bezirkes Sechshaus und dort taucht als Präsident Herr Ehemann Friedrich auf. Also selbst in ihrer Vereinstätigkeit ist die Frau offensichtlich stets im Umfeld ihres Mannes zu finden. Ein bitterer Wehrgeschmack. Über den Verein erfahren wir übrigens, dass er sich 1893 aufgelöst hat oder aufgelöst wurde. Tja, wenden wir uns nun dem Ehemann zu. Er kam aus Mähren und dort sind auch seine Vorfahren zu finden. Und zwar, sie waren im Dienst einer Familie der Fürsten von Liechtenstein. Das ist eine Familie, die sich auf die Burg Liechtenstein bei Mödling zurückführt und bereits im Mittelalter nachgewiesen ist. Und eben im 19. Jahrhundert und 18. Jahrhundert als Arbeitsgeber der Familie Friedrich aufscheint, beziehungsweise der Vorfahren von Adolf Friedrich. Der Urgroßvater ist Matthias Friedrich, ein Zimmermeister, ansässig in einer Stadt namens Skeinitz im heutigen Tschechien, Haus- und Grundbesitzer, Angehöriger des Städtischen Rates. Die Familie Friedrich gehörte also zum eher besseren Bürgertum. Sein älterer Sohn Lorenz, der Großvater, ist dann Rentmeister im Dienst der Fürstenfamilie von Liechtenstein. Rentmeister war jemand, der Erträge aus Verpachtungen zu kassieren hatte, die sogenannten Renten. Also keiner, der Renten bezog oder sich um Renten zu kümmern hatte. Naja, so eine Art Steuereinnehmer und das war dann der Sohn ebenfalls. Dieser Sohn heißt Josef Friedrich. Er starb 1855 nach einem bewegten Leben in Olmütz. War 52 Jahre mindestens im Dienst der Familie Liechtenstein, zunächst als ihr Amtsschreiber, später als Steuereinnehmer, zuletzt als Burggraf, also als Verwalter auf ihren verschiedenen Besitzungen. Die Tätigkeit für die Familie Liechtenstein hatte zur Folge, dass er häufig seinen Wohnsitz änderte. Das erklärt auch, warum sein Sohn Adolf Friedrich zum Beispiel in Bosorowitz geboren ist, wie wir noch sehen werden.
Er hatte eine große Familie, 6 Söhne, 6 Töchter. Und man kann davon ausgehen, dass er halt auch Probleme hatte, die ordentlich zu versorgen. Vor allem, wenn man bedenkt, 6 Töchter, 6 Söhne. Und die Söhne benötigen ja alle eine entsprechende Ausbildung. Während man ja immer wieder erlebt, bei den Töchtern muss man sich gar nicht so viel antun. Adolf Friedrich war der 4. Sohn. Er hatte also vielleicht nicht so gute Karten. Mit 16 Jahren kam er nach Wien, wo er eine Apothekerlaufbahn einschlug. Vermutlich war es der Beginn der Apothekerlehre, weswegen er nach Wien kam. Dort hat er dann die Clementine Schrauber, von der wir ja vorhin gehört haben, kennengelernt und geheiratet. Aus dieser Ehe hatte er dann 4 Kinder, 2 Töchter, 2 Söhne, wobei einiges dafür spricht, dass die Tochter Clementine die älteste ist. Die Apotheke hat dann später sein so ältester Sohn Adolf Friedrich II. Übernommen. Die Ehefrau Maria Friedrich, geborene Hampel, haben wir im letzten Frühjahr kennengelernt im Vortrag über die Apothekersgattinnen bzw. Witwen. Und die Apotheke wurde zwar aufgegeben, aber 2 seiner Enkel, ein weiterer Adolf Friedrich, wir sehen, einfallsreich waren die nicht bei der Namensgebung, und ein Hugo Friedrich, der dürfte nach dem Großvater mütterlicherseits seinen Namen haben, wurden ebenfalls Apotheker. Über den Hermann Friedrich habe ich nichts herausgefunden. Die Helene Friedrich war verheiratet und dürfte in Burkersdorf ansässig gewesen sein. Und dann haben wir noch die Tochter Dieter Hollesch oder Edith Friedrich, mit der der Vortrag auch enden wird. Ein kurzer Überblick über die Familie. Wie gesagt, sie kamen ursprünglich aus Mähren, waren auch in Böhmen und Schlesien unterwegs. Und vielleicht auch in Niederösterreich, immerhin hatten ja die Fürsten Liechtenstein dort eine ganze Reihe von Schlössern. Der Apotheker Adolf Friedrich wurde am 1. März 1833 in Bosoritz in Mähren geboren, heute Teil von Tschechien. Er war der 4. Sohn von 6 Söhnen und kam dann mit etwa 16 Jahren nach Wien, wo er seine Ausbildung bei einem Apotheker machte, einen gewissen Wenzel Sedlitzky. Mit dem soll er verwandt gewesen sein. Ich möchte nur kurz einen Überblick auf diesen Herrn geben, weil sein Lebenslauf erstaunliche Parallelen zum Adolf Friedrich aufweist. Also wie gesagt, Wenzel Sedlitzky kam aus Schkokerau, wo er seine Anfänge hatte, eine Apothekerlehre, eine erste Apotheke. Er studierte dann in Wien, erwarb einen Doktor. Titel, ein Chemiestudium, den Doktor der Philosophie. Adolf Friedrich war später Doktor der Chemie, also zu dem Zeitpunkt war das Chemiestudium bereits fortgeschritten, dass es ein eigenes Doktoratsstudium gab. Allerdings, die Pharmazie hatte damals noch keine Doktoratsmöglichkeit, weswegen Apotheker, die einen Doktortitel erwerben wollten, auf andere Fächer auswichen. Man muss dazu sagen, dass so ein Doktortitel für einen werdenden Apotheker damals insofern vorteilhaft war, weil er die Voraussetzungen, eine Apotheke übernehmen zu können, eine bestimmte Ausbildungszeit, eine bestimmte Dauertätigkeit im Apothekendienst und so weiter forderten. Und mit einem Doktortitel konnte man das ein wenig abkürzen. Was erklärt, warum sehr viele Apothekenbesitzer einen Doktor aufweisen. Sedlitzky hat dann eine Apotheke eben in Schkokerau gepachtet, schließlich eine Apotheke in Simmering übernommen, die gerade neu gegründet war. Und er war dann auch der erste Bürgermeister von Simmering nach der Revolution und der Aufhebung der Grundherrschaften. Man sollte meinen, dass das eigentlich eine sehr attraktive Karriere für ihn war, aber er hat das Ganze bereits wenige Jahre später wieder aufgegeben und hat sich dann auch, und der Grund dürfte gewesen sein, dass eben die Apotheke am Schottenfeld, die er dann übernommen hat im Jahr 1852, für ihn wohl attraktiver war. Diese Apotheke gibt es heute noch. Sie ist heute die Apotheke zum Weißen Hirschen. Wie gesagt, Adolf Friedrich hat bei ihm seine Apothekerlehre gemacht und diese im Jahr 1853 abgeschlossen. Also zumindest das letzte Jahr hat er bereits noch in der Apotheke am Schottenfeld seine Lehre besucht. Weswegen ich ja vermutet habe, dass er in diesem Zusammenhang vielleicht seine zukünftige Frau kennengelernt haben könnte. Danach studierte er an der Wiener Universität. 57, also mit etwa 25 Jahren, wurde er Magister der Pharmazie. Schon 2 Jahre später bewarb er sich dann um die Konzession, also etwa 3 Jahre später, also etwa
Knapp danach, also relativ bald, macht er dann einen Doktor in Chemie und 2 Jahre später bewarb er sich dann um seine erste Apotheke. Es handelte sich dabei um eine Apotheke im 2. Bezirk, die neu gegründet war. Es spricht einiges dafür, dass es die Apotheke zum heiligen Leopold ist. Jedenfalls wurde er abgelehnt. Warum ist nicht bekannt? Wenn man sich mal den Ablauf ansieht, wenig später hat er eine Apotheke im Fünfhaus übernommen, fällt jedenfalls auf, dass die Karriere relativ zügig gelaufen ist. Ich lasse es jetzt offen, ob er vielleicht sehr ehrgeizig war oder eventuell als 4. Sohn finanziell nicht so gut gestellt, dass er sich längeres Warten hätte leisten können. Natürlich wäre auch vorstellbar, dass vielleicht eine gewisse Clementine Schgauber bereits darauf wartete, dass er sie endlich heiraten würde. Über die Motive wissen wir nichts. Jedenfalls, wenig später wurde er dann Apotheker der Apotheke zum Erzengel Michael und ließ sich dann im Fünfhaus nieder. Diese Apotheke war damals noch die einzige Apotheke vom Fünfhaus. Sie war zur Zeit der Revolutionen gegründet worden. Der erste Apotheker war einige Tage bevor Adolf Friedrich die Apotheke übernahm, verstorben. Es ist also anzunehmen, dass die Übernahme noch zu seinen Lebzeiten eingeleitet wurde. Über die Apotheke oder besser seine Rolle als Apotheker ist nichts Konkretes bekannt, doch dürfte er diese Aufgabe erfolgreich genug erfüllt haben, da ihn ja die Fünfhauser wenige Jahre später die nächste Apotheke anboten. Er dürfte sich also für eine eigene Apotheke empfohlen haben. Und daneben hat er politisch erste Kontakte geknüpft. Er gehörte dem Apothekergremium an. Sie werden vielleicht sehen, eine Auszeichnung hat sich in den Beständen des Museums erhalten, nämlich eine Auszeichnung des Apothekergremiums im Viertel unter dem Wienerwald, also im heutigen Industrieviertel, die er dann 1886 aus Gründen eines Jubiläums verliehen bekommen hat. Dann lassen sich in dieser Zeit, darauf komme ich noch zu sprechen, die ersten Funktionen im Gemeinderat vom Fünfhaus nachweisen. Man kann annehmen, dann wurde die neue Apotheke gegründet. Das war um 1969. Nachdem die Konzession ihm erteilt worden war, legte er dann die Pacht für die Apotheke zum Erzengel Michael zurück. Diese Apotheke kam ja dann nach 2 weiteren Pächtern in den Besitz der Familie Zeitler, die haben sie übrigens auch noch heute. Und am 1. Jänner 1970 konnte er dann die eigene Apotheke eröffnen, die Apotheke zur Heiligen Maria vom Siege. Für ihn dürfte das ein schönes Neujahr gewesen sein. Immerhin eigener Apotheker im Besitz einer Apothekenkonzession. Nun, seine neue Apotheke hat am 1. Jänner eröffnet, wie ich vorhin gesagt habe, und um diese Zeit übersiedelten er und seine Familie auch in eine eigene Wohnung, nämlich in das im Haus, wo die Apotheke untergebracht war. Dieses befand sich in der Flur Oberrusten, war neu erbaut. Es befindet sich heute an der Ecke Maria-Hilfer-Straße, Rosinergasse, und wenn Sie es anschauen wollen, wenn Sie am Heimweg in Richtung Maria-Hilfer-Straße gehen, kommen Sie sowieso vorbei. Können ihm also gern von außen einen Besuch abstatten. Dieses Apothekenhaus dürfte im Wesentlichen so erhalten sein, wie es damals erbaut wurde, wobei ich von Modernisierungen innerhalb des Hauses absehen möchte, die sicher inzwischen stattgefunden haben. Lediglich die Fassade, die ursprünglich relativ reich verziert gewesen sein dürfte, ist heute verschwunden, zur Gänze durch Abschabungen, aber dass das Haus einmal dekoriert war, ergibt sich aus der Form der Fenster. Fünfhaus war zu dem Zeitpunkt, wo sich der Apotheker Friedrich dort niederließ, ein prosperierender Vorort. Hatte ja 1848, 50 die Erhebung zur eigenen Gemeinde erlebt und um die Rosinergasse, damals noch Gemeindegasse, ein Zentrum entwickelt. Etwa um die Zeit, wo die Apotheke Maria vom Siege eröffnet wurde, wurde am Ortsende am heutigen Gürtel die Pfarrkirche Maria vom Siege erbaut und zu dem Zeitpunkt, als ihr Bau abgeschlossen wurde und sie geweiht wurde, war Adolf Friedrich bereits Bürgermeister von Fünfhaus. Nun, bereits als Apotheker hatte er bereits zu den Spitzen der Ortsherrschaft gehört bzw. begonnen, eine Karriere dort aufzubauen. 1854
64 finden wir im Ausschuss der Gemeindevertretung vom Fünfhaus. 1867 wurde er Gemeinderat vom Fünfhaus. Außerdem begleitete er Ämter. Er war Obmann des Ortsschulrates, Mitglied des Bezirksschulrates vom Fünfhaus. Er gehörte zu den Patronatsherren der Pfarrkirche und er war daneben. Und später sollte er sie auch noch zum Ehrenmitglied von Vereinen bringen. 1873, drei Jahre nachdem er dann seine eigene Apotheke eröffnet hatte, wurde er Bürgermeister vom Fünfhaus. Nach unserem derzeitigen Stand in Bezug auf die Bürgermeister bringt er mit 17 Jahren die wohl längste Amtszeit eines Bürgermeisters auf. Wenn Sie es hier mal näher ansehen, können Sie ja sehr schön vergleichen. Eigentlich ist nur ein Bürgermeister, Josef Selzer, der Bürgermeister von Rheindorf, in Bezug auf die Amtszeit mit ihm vergleichbar, aber auf 17 Jahre bringt er es eigentlich auch nicht. Besonders deutlich, wenn man sich die Nachbargemeinden ansieht, während seiner Zeit hatten die alle vier Bürgermeister. Und was auch eine interessante Parallele darstellt, er war nicht der letzte Bürgermeister vom Fünfhaus, sondern nur der vorletzte, wurde am Schluss abgelöst. Das lässt sich zwar auch für die Nachbargemeinde feststellen, aber damals war der Grund dafür, dass Josef Uhlmann 1890 nach einer schweren Krankheit starb, während der Abgang des Apothekers Friedrich sich da ein bisschen anders darstellt. Wie gesagt, Adolf Friedrich hatte eine relativ lange Amtszeit als Bürgermeister und das erklärt auch, dass er auch sehr viele Möglichkeiten hatte, entsprechend zu wirken. Wie gesagt, in seine Zeit kommt noch etwas anderes zum Tragen. Man kann die Zeit etwa zwischen 1870 bis 90, vor allem die letzten 10 Jahre, als das goldene Zeitalter der Vororte bezeichnen. Es wurde viel expandiert, viel gebaut, viel verbessert, viel verändert, eine aktive Zeit, die natürlich einem Bürgermeister viele Möglichkeiten gab, sich zu profilieren. Und wichtig ist auch, dass spätestens ab 1880 mit der Vororte-Zeitung ein Medium auftaucht, das direkt über die Vororte berichtet und damit als eine tolle Quelle uns auch sehr viel vermittelt. Während wir in den Jahren zuvor eher auf einzelne Beobachtungen angewiesen sind. Die Amtszeit des Bürgermeister Friedrichs ist durch eine sehr rege Bautätigkeit gekennzeichnet. Mehrere Schulen hat er eröffnet, über 2 Schuleröffnungen wird in Zeitungen berichtet. Er begründete einen Volksküchenverein, kümmerte sich also auch um die Bedürftigen im Bezirk. Am Ende seiner Amtszeit wurde ein neues Rathaus für Fünfhaus erbaut, auch wenn es dann in der Folge nicht mehr als Rathaus, sondern als Amtshaus verwendet wurde. Und was ich natürlich auch anmerken muss, das ist der Ort, an dem wir uns jetzt befinden. Weiter ging von ihm die Initiative aus, Fünfhaus ein eigenes Schlachthaus zu errichten. Und zwar nicht nur für Fünfhaus, sondern auch für 5 weitere Nachbargemeinden. Hier wird auch deutlich, dass die Politik der Bürgermeister vom Fünfhaus und der Vororte miteinander verknüpft war. Mit den Bürgermeistern Julius Hugel aus Rudolfsheim und Josef Uhlmann aus Sechshaus war wesentlich daran beteiligt, als das Kaiserin-Elisabeth-Spital geplant wurde, auch wenn die Realisierung dann im Wesentlichen erst in die Zeit der Eingemeindung fällt. Und noch in seiner Zeit als Bürgermeister entschied sich der Fünfhauser Gemeindeausschuss dazu, wohl auf seine Initiative hin, das Areal des früheren Brauhauses, in dem wir uns befinden, neu zu bebauen. Und es war vielleicht auch von ihm selbst angeregt, dass der neue Platz, der ja heute noch Friedrichsplatz heißt, seinen Namen bekam. Und die Straße daneben wurde als Friedrichsgasse, ebenfalls nach ihm benannt. 1894 wurde sie allerdings in Leitoldgasse umbenannt, nach seinem Vorgänger, dem Anton Eduard Leitold. Über Adolf Friedrich heißt es, dass er ein schneidiger Redner war und als fortschrittlich galt. Und seine politische Karriere lässt vermuten, dass er auch ein sehr aktiver Mann war. Was seine Fortschrittlichkeit betrifft, so war er allerdings nicht unumstritten. Wir erfahren, dass er, dass er durchwegs zu drastischen Maßnahmen greifen konnte. So soll er zum Beispiel
ziemlich reagiert haben, als ein gewisser Mann namens Limbacher Volksschulgesetze im österreichischen Abgeordnetenhaus durchbringen konnte, die er für sehr rückschrittlich hielt. Dagegen konnte er nichts machen, aber er ließ jedenfalls als Folge darauf den Befehl geben, man möge sämtliche Volksschulen in Fünfhaus mit schwarzen Flaggen behängen, als dieser Entwurf, der ihm nicht fortschrittlich war, verabschiedet wurde. Während uns diese Sache in Schmunzeln entlockt, dürfte er mit anderen Aktionen allerdings wesentlich weniger erfreulich gewirkt haben. Man darf eines nicht übersehen, was ihm letztlich, wie gesagt, es hätte ja alles eigentlich dafür gesprochen, vor allem wenn wir seine lange Amtsdauer betrachten, 17 Jahre, dass er auch der letzte Bürgermeister vom Fünfhaus gewesen wäre. Und in der älteren Literatur wird er als oft als der letzte Bürgermeister bezeichnet. Aber wie Sie aus der Liste ja sehen können, war er das nicht. 1890 wurde er vom Vizebürgermeister, dem Bäcker Richard Witzelsberger, abgelöst, der dann der letzte Bürgermeister war, was ihm auf jeden Fall die Benennung einer Straße im Nibelungenviertel eingebracht hat. Denn eines darf man auch nicht übersehen, nach allen Bürgermeistern sind ja heute Straßen benannt. Und zwar nach allen Bürgermeistern im Fünfhaus. Wir haben eine Herglotzgasse, eine Denglergasse, eine Geischlegergasse, eine Leitoldgasse, eine Witzelsberger Gasse und wir hatten ja auch mal eine Friedrichgasse, aber der Friedrichplatz existiert ja heute auch noch. Was ihm letztlich, mein Eindruck, das Bürgermeisteramt kostete, war die Eingemeindung. In diesem Zusammenhang erfahren wir, dass er ursprünglich ein Gegner der Eingemeindung war, wie auch andere Vororte. Die Eingemeindung war ja ein Problem, was ihm wahrscheinlich die ganze Amtszeit beschäftigt haben wird. Etwa Mitte der 70er Jahre, also zu der Zeit, wo er gerade Bürgermeister geworden war, gab es ja schon die erste Idee, die Vororte einzugemeinden. Das konnte damals aber nicht durchgesetzt werden und er dürfte zu diesem Zeitpunkt noch dagegen gewesen sein. Später war er dann allerdings für die Eingemeindung und das führte zu Konflikten mit dem Gemeinderat. Im Sommer 1890, während er sich auf Urlaub in Tirol aufhielt, ist er dann als Bürgermeister zurückgetreten und offensichtlich nicht ganz von sich aus, sondern nachdem es Konflikte in der Gemeinde gegeben hat. Darauf deuten Zeitungsartikel hin, wobei man natürlich bei den Zeitungsartikeln noch immer wieder berücksichtigen muss, dass die nicht unbedingt so unparteiisch sind. Recht witzig liest sich ein ziemlich parteiischer Artikel im Deutschen Volksblatt vom August 1890. Der Journalist war eindeutig ein Gegner des Bürgermeisters. Der Rücktritt des Bürgermeisters vom Fünfhaus. Er ist endlich gegangen, der hochgebietende Bürgermeister vom Fünfhaus, Dr. Adolf Friedrich. Und diejenigen, so ihm eine Träne nachweinen, werden wohl am hellen Tag mit der Laterne zu suchen sein. Seit langem in der Gemeindevertretung vom Fünfhaus der am wenigsten gern gesehene Mann, klammerte sich Dr. Friedrich mit dem ganzen Aufgebote eines liberalen Charakters an das schwankend gewordene Mandat. Also die Formulierungen machen bereits klar, dass der Autor, der Bürgermeister Friedrich, jedenfalls nicht so gut gesonnen war, wahrscheinlich dem politischen Lager angehörte. Dr. Friedrich war so recht der verkörperte Ausdruck liberaler Konsequenz. Dies bewies er ja durch seine Haltung in der Frage der Vereinigung der Vororte mit Wien. Offensichtlich das Hauptproblem. Er, der stets gegen jeden Einverleibungsfreund die Miene eines zürnenden Jupiters zur Schau trug, war in der sogenannten Encore der Sprecher für die Einverleibung. Ihm wurde also im Wechsel vom einen Lager ins andere zum Vorwurf gemacht. Die Beziehungen des nunmehr gewesenen Bürgermeisters Dr. Friedrich zu seinem Gemeindeausschusse boten das Bild eines Stilllebens zwischen verworfenen Eheleuten. Man beachte den Vergleich. Als der liberale Bürgermeister von seinen Encore-Leistungen nach Fünfhaus zurückkehrte, wurden ihm zwar keine Triumphpforten errichtet, wohl aber benützte er die angenehme Nähe der Westbahn zu einem Abstecher nach Tirol.
um die glühende Bürgermeisterstirne an jenen Gletschern zu kühlen, auf denen es keine Fünfhauser Oppositionäre gibt. Im Folgenden heißt es, die Gemeindevertretung besorgt um ihr Oberhaupt, richtete an dasselbe ein sehr artiges Schreibebriefchen mit dem zuvorkommenden Antrage, der hochgeehrte Herr Bürgermeister möge sich mit der Rückkunft nicht zu sehr beeilen. Und so geht es dann weiter, bis es eben darauf herausläuft, irgendwas war. Bürgermeister Friedrich gibt seinen Rücktritt bekannt und dann folgt noch eine recht interessante Schlusszusammenfassung. Wahrlich, rosige Stimmungsbilder aus Fünfhaus mögen es nicht gewesen sein, die den Herrn Dr. Friedrich zu dieser Erklärung vermochten. Jetzt aber kann er nach des Tages Mühe und Last ledig aller Bürgermeisterbürde ausrufen. Oh, wie ist's mir doch so wohl auf den Bergen in Tirol. Abschließend fällt auf, dass der Fall mit des Bürgermeister Friedrichs kein Einzelfall war, denn die uns dem Otterkringer und Währinger Wähler zukommende Nachricht, dass auch die Herren Bürgermeister Zagorski und Gerlach dem Beispiele ihres liberalen Kollegen folgend demnächst ins Hochgebirge verreisen wollen, bedarf bis zur Stunde noch der angenehmen Bestätigung. Fakt ist, aus dem Artikel, der freilich sehr polemisch ist, geht hervor, dass der Rücktritt des Bürgermeisters jedenfalls nicht so ganz ohne Komplikationen abgegangen ist und dass Bürgermeister Friedrich jedenfalls in seiner eigenen Gemeinde bereits einige Gegner gehabt haben muss. Ob er die ganze Gemeinde gegen sich hatte, lasse ich dahingestellt. Was aber war eigentlich das Problem? Wie gesagt, die Eingemeindung dürfte für Bürgermeister Friedrich von Anfang an Thema gewesen sein, denn in die Anfangsjahre fällt ja der erste Versuch einer Eingemeindung. Und der Bürgermeister war zunächst auch dagegen. Allerdings, wenn man einen Autor, der ihm ja dann viele Jahre später einen Nachruf gewidmet hat, in einem Heimatbuch zu Wort kommen lässt, er gehörte eben nicht zu den Leuten, die auf Spur schalteten, keine Eingemeindung, sondern er gehörte eher zu denen, die eher auf Kompromiss schließlich setzten. Eingemeindung, ja, aber wir haben dieses Problem, wir haben jenes Problem. Hauptpunkt war die Verzehrssteuer. Und welche Lösungen habt ihr uns dafür anzubieten? Angeblich wurden Lösungen angeboten, worauf dann Adolf Friedrich die Eingemeindung befürwortet hat, was ihm zumindest bei gewissen politischen Gegnern nicht besonders gut angekommen ist. Wie Adolf Friedrich auf seinen Rücktritt als Bürgermeister reagiert hat, ist nicht überliefert. Ich könnte mir vorstellen, sehr erfreulich war die Sache für ihn nicht, denn nach 17 Jahren Amtszeit wäre es ja eine ideale Krönung gewesen, wenn er der letzte Bürgermeister ist und die Gemeinde danach zu bestehen aufhört, aber dafür Teil von Wien wird. Eines wird man jedenfalls feststellen dürfen: Adolf Friedrich hatte politisch, soweit man es beurteilen kann, keine Nachteile. Er war viele Jahre im Apothekergremium tätig gewesen für das Viertel unter dem Wienerwald. Nun, nach der Eingemeindung, war Mitvorsteher des Wiener Apothekergremiums, also des Hauptgremiums. Diese Funktion war zu seiner Zeit insofern sehr wichtig, als der Hauptvorsteher, der Anton Schürer von Waldheim, damals häufig krank war und seine beiden Mitvorsteher sozusagen ihn oft genug zu vertreten hatten. Lange hat er sich dieser Position jedoch nicht mehr freuen können, weil er einige Jahre später unter einem Augenleiden zu leiden hatte, das schließlich dazu führte, dass er auch als Apotheker, wenn auch nicht offiziell, zurücktrat und die Apotheke einem provisorischen Leiter überließ, seinem ältesten Sohn, der mir dann auch nachgefolgt ist. Er begleitete verschiedene Funktionen, er war Gründungsmitglied und Direktorialmitglied des Allgemeinen Österreichischen Apothekervereins gewesen. Darauf weist er die Apothekerzeitschrift beim Nachruf seiner Frau auch hin. Später war dessen Ehrenmitglied. Er war dann Ehrenmitglied der Österreichisch-Pharmazeutischen Gesellschaft, später noch Mitglied der Pharmazeutischen Tischgesellschaft Marokkania. Und was ihn sicher gefreut hat für seine Verdienste als Bürgermeister, vor allem für die Eingemeindung,
wurde Emmen ausgezeichnet mit dem Ritterkreuz des Franz-Josef-Orden. Adolf Friedrich der Ältere dürfte trotz allem nach einem erfüllten Leben im Jänner 1902 verstorben sein, wenige Monate vor seiner Ehefrau Clementine, die wohl wesentlich im Hintergrund an seiner Karriere mitgewirkt haben wird. Sein Begräbnis gestaltet sich recht aufwendig. Er wurde in der Kirche Maria vom Siege eingesegnet, gestorben ist er im Fünfhaus in der Rosinergasse, dann nach Burkersdorf überführt. Damals hatte er bereits die Villa Friedrich in Dulnerbach. Und schließlich dort auf dem Ortsfriedhof beigesetzt. Das Begräbnis verzeichnete prominente Gäste, so den Grafen Kielmannseck, der damals der Statthalter von Niederösterreich war, und auch der damalige Bürgermeister von Wien, Dr. Karl Lueger, und dessen Vizebürgermeister nahmen daran teil. Als Mann, der die Eingemeindung befürwortet hatte, dürfte er sich bei denen auch einer guten Hochachtung erfreut haben. Es stellt sich die Frage, etwa in den 90er Jahren hat sich dann Bürgermeister Friedrich, wie wir aus der folgenden Zeitungsbericht erfahren, befand er sich ja zu der Zeit, als er als Bürgermeister zurücktrat, auf Urlaub in Tirol. Und wenig später erfahren wir dann, dass er sich eine Villa in Dulnerbach kaufte, auf der Lavis. Möglicherweise haben die unerfreulichen Erfahrungen, die zum Ende seiner Bürgermeisterlaufbahn geführt haben, auch dazu geführt, dass er sich offensichtlich anderswertig ein wenig ansässig machte und vom Fünfhaus ein bisschen einen Abstand gewinnen wollte. In diesem Zusammenhang wäre sicher nicht uninteressant, ob ihn vielleicht ein gewisser Heinrich Melzer auf diese Idee aufmerksam gemacht hat. Dieser Heinrich Melzer heiratete im Jahr 1892 seine älteste Tochter, die Clementine Friedrich, die Jüngere. Wie gesagt, sie war nach der Mutter benannt. Ich vermute mal, dass sie die älteste Tochter gewesen sein dürfte, aufgrund dessen ihrer Heirat, während die jüngere Schwester zwar auch geheiratet hat, aber zum Zeitpunkt seines Todes noch nicht verheiratet war. Es kann durchweg sein, dass sich die beiden in Dulnerbach kennengelernt haben, als die Familie sich eben im Villenviertel auf der Lavis niedergelassen hat. Aber es wäre natürlich auch vorstellbar, dass die Bekanntschaft mit jemandem aus dieser Gegend, der dann in die Familie eingeheiratet hat, das Augenmerk des Bürgermeisters auf die Lavis und die dortige Villa gelenkt hat, die größte der dortigen Villen, die er dann kaufte. Wie gesagt, seine Tochter Clementine, daraus sieht man auch, wie viel Zeit vergangen ist, hatte einen Heinrich Melzer geheiratet, der mehrere Jahre älter als sie war und als Forstmeister im Pressbaum tätig. Ich habe kein Forsthaus im Pressbaum gefunden, aber ein früheres Forsthaus in Dulnerbach. Es ist nicht auszuschließen, dass das vielleicht sein Wohnsitz war. Aus der Ehe hatte er nach der Pate des Adolf Friedrich, hier taucht unter den Enkeln ein Heinrich Melzer auf. Also wird das wohl ein Sohn aus dieser Ehe gewesen sein. Die Ehe wurde übrigens für uns als Bezirksforscher nicht uninteressant in der Pfarrkirche Fünfhaus, also der Kirche Maria vom Siege, geschlossen. Wie gesagt, als Adolf Friedrich Bürgermeister wurde, war der Bau der Kirche bereits begonnen. Während er Bürgermeister war, wurde er abgeschlossen und die Kirche geweiht. Und wenn spätere Familiengeschehnisse mit der Kirche zu tun hatten, ist das natürlich kein Wunder. Er wurde ja nach seinem Tod auch dort erstmal eingesegnet, ehe er dann an seinem Begräbnisort überführt wurde. Und die Pfarrkirche war auch jene Kirche, wo seine Tochter Clementine geheiratet hat. Und möglicherweise hat hier auch seine Enkelin geheiratet, das ist aber nicht gesichert. Auf jeden Fall, Anfang der 90er Jahre kaufte er eine Villa auf der Lavis. Das war damals ein entstehendes Villenviertel in Dulnerbach. Man muss vielleicht davon ausgehen, dass Dulnerbach ursprünglich ein relativ uninteressanter Ort war. Er ist zwar schon im 16. Jahrhundert genannt, aber viel dürfte nicht los gewesen sein. Wir fahren von einem Hotel und mehreren Bauernhöfen. Auch heute ist der Ort nicht unbedingt besonders attraktiv. Es gibt ein Gemeindeamt und es gibt einen Bahnhof. Allerdings, der Bau der Westbahn dürfte Adolf Friedrich nicht nur, wie es in dem einen Zeitungsartikel hämisch heißt, nach Tirol geführt haben, sondern diese Bahn dürfte für Dulnerbach und auch Pressbaum einen ziemlichen Aufschwung bedeutet haben. Etwa um diese Zeit wurde Dulnerbach ein sehr attraktiver Ort für die Sommerfrische
und oberhalb der Bahn befand sich die Gegend Lawis, die heute auch zu Dulnerbach gehört und wo mehrere Villen erbaut wurden. Eine dieser Villen, angeblich die größte, erwarb der Bürgermeister Friedrich zu Beginn der 1890er Jahre. Ich habe mir erlaubt, ein paar Fotos von der Villa zu machen, wie sie heute aussieht. Ich denke, ziemlich eindrucksvolles Gebäude, ziemlich großes Haus, und während sie heute ein Dreifamilienhaus ist, war sie damals wohl für eine Bürgermeisterfamilie ein ziemlich tolles Domizil. Was auch sehr schön ist, sie hatte einen riesigen Garten, den hat sie noch heute, und man hatte von ihr einen sehr schönen Blick auf die Bahnstation und das Gemeindeamt von Dulnerbach, und der Blick, der heute ist, dürfte sich auch schon damals so dargestellt haben. Diese Villa sollte für die Familie in der Folge gewisse Bedeutung haben. Zumindest seine Enkelin Helene Friedrich erinnert sich daran, dass sie häufiger Aufenthaltsort der Familie war und dann vor allem unter seinem Sohn eine wichtige Rolle gespielt hat. Und dieser Sohn, Adolf Friedrich der Jüngere, war auch der Nachfolger als Apotheker. Wie gesagt, Adolf Friedrich hatte 4 Kinder, die Tochter Clementine, die eben nach Burkersdorf verheiratet war, eine weitere Tochter, die jedenfalls auch geheiratet hat, aber erst nach dem Tod ihres Vaters, und 2 Söhne, der jüngere Josef wurde Arzt, war verheiratet, wobei anzumerken ist, dass er einen Sohn hatte namens Adolf. Wie die Bate seines Großvaters, also des Adolf Friedrich des Älteren, ergibt. Und dessen gleichnamiger Sohn, der Adolf Friedrich der Jüngere, war ebenfalls verheiratet und er hatte auch einen Sohn namens Adolf. Adolf Friedrich den Dritten. Zu ihm kommen wir noch. Am 21. Juni 1865 wurde Adolf Friedrich der Jüngere geboren in Wien, und zwar im Fünfhaus. Wie gesagt, er war der älteste Sohn und er war auch der Nachfolger seines Vaters, wobei sich natürlich die Frage stellt, wie er selbst zu der Sache stand. Belegt ist, dass er Pharmazie studiert hat, klar, sonst hätte er die Apotheke nicht übernehmen können. Im Unterschied zu seinem Vater war er Doktor der Pharmazie, inzwischen war das Pharmaziestudium ausgebaut worden und auch aufgewertet worden. Bereits in den letzten Lebensjahren, als sein Vater Augenprobleme hatte, war er Leiter der Apotheke provisorisch, und nach dem Tod seines Vaters übernahm er die Apotheke als Apotheker. Eigentlich scheint alles ganz glatt gelaufen zu sein. Ein gewisser Nachteil war allerdings, dass er nicht der alleinige Erbe war. Sowohl die Apothekenkonzession als auch der Immobilienbesitz der Familie ging zu gleichen Teilen an ihn und seine Geschwister. Es war ihm offensichtlich nicht möglich, die auszuzahlen, und das sollte sich in der Folge noch als Hypothek für ihn erweisen. Was sich natürlich auch stellt, ist die Frage, wie er selber zu dieser Karriere stand. Denn normalerweise ist es ja durchwegs die naheliegende Lösung, dass der Sohn auf den Vater folgt. Aber was hat er selber gewollt? Und da gibt es einige Indizien, die vermuten lassen, dass er eben doch nicht so ganz der Sohn seines Vaters war. Auffallend ist zum Beispiel, während sein Vater politisch tätig war, finden wir keine Hinweise darauf, dass er politisch tätig gewesen ist, auch nicht in der Apothekervereinigung. Ob das daran lag, dass er einfach nicht fähig genug dazu war oder dass er vielleicht kein Interesse daran hatte. Ich persönlich tendiere nach meinen Beobachtungen aus dem Wenigen, was wir über ihn wissen, eher für das Zweitere. Wie gesagt, einige Jahre vor dem Tod seines Vaters hat er geheiratet und eine Familie gegründet. Nach den Erinnerungen seiner Enkelin Helene, bei der wir allerdings vorsichtig sein müssen, weil es ist eher die verklärende Rückblick auf eine glückliche Kindheit in Dulnerbach bei Wien, soll er ja auch sich sehr um seine Familie angenommen haben und ein Familienmensch gewesen sein. Die Villa in Dulnerbach dürfte ihm ziemlich viel bedeutet haben. Sie war nicht nur häufig sein Aufenthaltsort, sondern zeitweise auch sein Hauptsitz, von dem aus er nach Wien pendelte. Wenn man seiner Tochter glauben darf, war er eher weich und nicht gerade geschäftstüchtig, eher Künstler als Geschäftsmann. Er soll sich als Dichter versucht haben, als Maler, und er soll auch musiziert haben. Zumindest die Zeit als Apotheker legt nahe, dass er vielleicht wirklich nicht in erster Linie Apotheker war. Aber sehen wir uns mal an, was überliefert ist. 6 Jahre, nachdem er die Apotheke übernommen hatte, verpachtete er sie für einige Jahre an einen Manuel Schenker.
Der dürfte übrigens, um einen weiteren Zusammenhang herzustellen, ein Verwandter von Hermann Holzwart gewesen sein. Diejenigen, die öfter unterwegs sind in unserem Bezirk, sind dem Hermann Holzwart sicher schon begegnet. Ansonsten gibt es bei uns im Museum im Nebenraum eine Vitrine, wo ein paar Dinge über ihn zu finden sind. Hermann Holzwart war Hotelier und Erbauer der Fassade des späteren Du-Hotels Maria Hilf, heute der Brauhof und direkt bei der Apotheke. Dass sich die Schenkers wohnten in der Heidmannsgasse und man wird sich vermutlich persönlich gekannt haben. Um 1911 dann überließ Adolf Friedrich seine Apotheke einem Provisor. Bei dem Provisor handelte es sich um einen Mitarbeiter, der unter seinem Vater dort Angestellter gewesen war. Und in seinen letzten Lebensjahren kann man zumindest sagen, dass die Besitzverhältnisse der Apotheke kompliziert wirkten. 1919 gründete er eine offene Handelsgesellschaft mit einem gewissen Magister Fiala, die allerdings bereits 1921 wieder aufgegeben wurde. Ob es sich dabei um einen Versuch handelte, eine vernünftige und zielführende Lösung zur Apothekenführung zu finden, oder eher auch ein Versuch, die Apothekenleitung loszuwerden, lässt sich nicht beurteilen. Danach war er wieder alleiniger Inhaber. Kommen wir zu einem anderen Kapitel. Dass ein Apotheker Konkurs anmelden muss, war in meiner Jugendzeit, ich weiß nicht, wie das heute ist, zumindest ein richtiger Skandal. Die Vorstellung war nicht nur, dass Apotheker viel Geld haben, was natürlich nicht stimmt, sondern dass eine Apotheke eine richtige Goldgrube ist. Man muss eines berücksichtigen, aufgrund ihrer speziellen Situation, Apotheken sind für medizinische Versorgung zuständig, besaßen sie als Wirtschaftsunternehmen eine ziemlich privilegierte Stellung, die ihnen vor allem die Konkurrenz vom Hals gehalten hat. Das ist inzwischen, glaube ich, ein bisschen aufgeweicht worden. Insofern auch die Vorstellung, dass ein Apotheker reich ist und natürlich keine finanziellen Probleme haben darf. Man darf eines nicht übersehen, was natürlich dabei gern übersehen wird. Ein Apotheker lebt ja nicht nur für die Apotheke und gewöhnlich gibt er sein Geld auch nicht nur für seine Apotheke aus. In Bezug auf Adolf Friedrich den Jüngeren ist allerdings anzumerken, dass er mit der Apotheke nicht bankrott gegangen ist. Allerdings hatte er in seinen letzten Lebensjahren enorme Schulden und offensichtlich Schwierigkeiten, was das Zahlen betrifft. Nach Aussage seiner Tochter war eine gewisse Belastung, dass eben die Anteile seiner Geschwister berücksichtigt werden mussten und dass er offensichtlich aufgrund dessen, dass er 5 Kinder hatte, denen er eine gute Ausbildung zukommen ließ, auch ziemlichen Ausgabenbedarf hatte. Möglicherweise spielte der Krieg eine Rolle, angeblich war er in den letzten Lebensjahren auch ziemlich kränkelnd. Wie auch immer, die Schulden mögen einer der Gründe gewesen sein, dass er um 1919 die Villa auf der Lavis verkaufen musste. Das wird ihm wohl sehr getroffen haben, dass ihm viel bedeutete. Sie war ja zeitweise sein Hauptwohnsitz gewesen. Und nicht sehr glücklich war, dass aufgrund des Ersten Weltkrieges und der Inflation der Erlös der Villa auch nicht sehr viel eingebracht hat. Adolf Friedrich der Jüngere ist um 1921 gestorben. Ich habe zurzeit 2 Sterbedaten. Nach dem einen starb er am 10. Juni 1921. Dazu passt, dass etwa ein halbes Jahr später seine Witwe die Apotheke übernommen hat. Wie gesagt, Adolf Friedrich der Jüngere war verheiratet. Seine Ehefrau Maria Hampel stammte aus Troppau, also aus Mährisch-Schlesien. Wie sich die beiden kennengelernt haben, wissen wir nicht. 1897, wenige Jahre nach dem Tod seines Vaters, hatte er sie in Troppau geheiratet. Man muss dazu wissen, dass Heiraten gewöhnlich am Wohnort der Ehefrau stattfanden. Also wir wissen ja bereits von der Clementine Friedrich der Jüngeren, dass sie ihren Ehemann in Maria vom Siegel geheiratet hat. Und wenn er seine Frau in Troppau heiratete, ist das auch nicht ungewöhnlich. Wie sie sich kennengelernt haben, wissen wir nicht. Sie selber war eine Beamtentochter und außerdem Lehrerin und nach ihrem Geburtsjahr offensichtlich nicht mehr allzu jung. Nach seinem Tod hat sie dann die Apothekenführung erst einmal übernommen und die Apotheke noch etwa 6 Jahre gehalten. Dann gab sie die Konzession legte die Konzession zurück und verkaufte die Apotheke an den unglücklichen Otto Kuckler, der ja dann Opfer der Arisierung wurde.
Aber das ist eine andere Geschichte. Dass Maria Friedrich zunächst noch versuchte, die Apotheke zu halten, ist vielleicht damit zu begründen, dass zwei ihrer Söhne ja Apotheker wurden. Sie mag also durchwegs gehofft haben, zunächst, dass einer der Söhne die Apotheke übernehmen kann. Ob sie nach 6 Jahren aufgab, weil sich abzeichnete, dass keiner der Söhne die Apotheke übernehmen würde oder weil einfach Schulden und andere Belastungen zu schwer geworden waren, ist leider nicht bekannt. Maria Friedrich ist um etwa 1937 gestorben. Wie gesagt, wir haben sie ja bereits kennengelernt in meinem letzten Vortrag über die Apothekerinnen des Bezirks. Über sie kann man nur Schlüsse ziehen. Sie war vor der Eheschließung Lehrerin gewesen, also berufstätig, und man wird davon ausgehen müssen, dass sie eine gewissermaßen gediegene Bildung gehabt hat. Ein Pharmaziestudium hat sie sicher nicht besucht gehabt, das wurde erst nach 1900 für Frauen üblich, wenn sie Interesse daran hatten. Nach dem Tod ihres Mannes hatte Maria Friedrich eigentlich 3 Möglichkeiten, da sie eine Konzession als Apothekerin nur besitzen konnte, aber nicht aktiv als Apothekerin tätig sein konnte. Sie hätte die Konzession zunächst verkaufen können, was sie ja letztlich gemacht hat. Hier hätte sie in der Apotheker-Witwe Charlotte Ostertag eine Vorgängerin gehabt, allerdings 80 Jahre früher. Sie hätte eine weitere Ehe mit einem Apotheker eingehen können. Diese Variante finden wir zwar sehr häufig im Mittelalter und in der Neuzeit, war aber im 19. Jahrhundert nicht mehr wirklich üblich. Und sie konnte die Apotheke verpachten oder durch einen provisorischen Leiter verwalten lassen, was sie ja zunächst getan hat. Wie gesagt, sie stammte aus Dropau in Schlesien und wie zum Beispiel dürfte mit ihrer Familie auch weiterhin, aus der sie stammte, Kontakt gehabt haben. Wir müssen uns bitte eines vor Augen halten: Wenn man heute nach Dropau fährt, setzt man sich ins Auto, und wenn man nicht an der Grenze festgehalten wird oder in einem Verkehrsstau gerät, ist man in 3 bis 4 Stunden dort. Damals dürfte es trotz der Bahnverbindungen doch schwieriger gewesen sein, dorthin zu reisen. Jedenfalls, wie wir noch sehen werden, hatte sie weiterhin Kontakt mit ihrer Herkunftsfamilie. Über ihre Zeit in der Ehe wissen wir überhaupt nichts. Erst nach dem Tod ihres Ehemannes tritt sie in Erscheinung. Es gibt einige Indizien, dass sie möglicherweise eine relativ praktische und aktive Person war. Was natürlich ganz interessant ist, wenn man bedenkt, dass Adolf Friedrich der Jüngere wohl nicht unbedingt besonders geschäftstüchtig war. Also vielleicht auf eine helfende Ehefrau angewiesen war. Wie gesagt, nach dem Verkauf der Apotheke ist nichts mehr über sie bekannt. Sie starb etwa um 37. Wenden wir uns nun der letzten Person in unserem Vortrag zu, und zwar der 3. Dame in der Familie Friedrich, der Enkelin, Dieter Hollesch. Sie war einige Zeit als Schriftstellerin tätig. Dieter Hollesch, die Enkelin, sie wurde in Dulnabach-Lavis geboren, das hier unter ihrem Vater häufig der Hauptwohnsitz der Familie war. Sie war die älteste der beiden Töchter von Maria Friedrich und Adolf Friedrich. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt war ihr Vater noch der provisorische Apothekenleiter. Kehren wir also nochmal zum Stammbaum zurück, dass wir uns das näher anschauen können. Wie gesagt, sie war wohl die ältere der beiden Töchter. Sie hatte 2 ältere Brüder, eben Adolf Friedrich, der später Apotheker wurde, Hugo Friedrich, der später Apotheker wurde, ein weiterer Bruder, Josef, der kurz nach ihr geboren wurde, starb noch als Kind, angeblich an dem Frieselfieber. So genau lautet die Eintragung in der Sterbematrik. So genau, was Frieselfieber ist, das ist vor allem eine Bezeichnung für fieberhafte Erkrankungen, die mit Hautausschlägen vorangehen. Dieter Hollesch wurde im Jahr, bevor ihr Großvater und ihre Großmutter starben, geboren. Also ihre Großmutter und ihr Großvater haben ihre Geburt noch erlebt. Zum Zeitpunkt der Geburt war eben ihr Vater noch provisorischer Leiter. Nach dem Taufbuch wurde
Sie als Edith Maria Juli Clementine Friedrich geboren. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass Julia der Name der einen Großmutter und Clementine der Name der anderen Großmutter war. Und beide Großmütter sind außerdem nicht uninteressant als die Taufpatinnen dort angeführt. Gemeinsam ist auch, dass beide Großmütter nicht bei der Taufe anwesend waren. Diese Taufe fand in der Kirche von Dulnerbach, also in der Kirche von Pressbaum statt, sondern sich vertreten ließen. Die eine Großmutter durch jemanden, eine Verwandte namens Edith, die möglicherweise eine weitere Taufpatin, und die Clementine Friedrich, also die Großmutter, mit der alles begonnen hat in unserem Vortrag, hat sich dann durch ihre Schwiegertochter, also die Mutter, vertreten lassen. Bei der einen Großmutter war es vielleicht die Entfernung, da diese damals in Troppau ansässig war, noch immer, warum sie nicht persönlich erschienen ist. Bei der Clementine Friedrich nehme ich an, dass sie zu dem Zeitpunkt schon gesundheitlich schwer angeschlagen war. Wie auch immer, interessant ist übrigens auch, dass die Familie eine eigene Hebamme nach Dulnerbach mitgenommen hatte. Das zeigt, dass man finanziell zu diesem Zeitpunkt noch recht gut gestellt war. Dieter Friedrich hat dann das Gymnasium besucht, was nicht weiter überrascht, dass sie mit Blick aus dem, dass sie aus der Bildungsschicht ist. Interessanter ist allerdings, dass sie dann eine Landwirtschaftsschule besucht hat. Mit etwa 18 Jahren heiratete sie einen gewissen Franz Schwantner, einen Landwirt, dessen Familie aus dem heutigen russischen Gebiet stammte. Und beide beschlossen dann, sich einer organisierten Auswanderungsgruppe anzuschließen, mit der Absicht, sich im südlichen Brasilien mit eigenem Grund und Boden niederzulassen. Das, was dann folgt, klingt recht abenteuerlich. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, ob es wirklich so stattgefunden haben kann. Tatsache ist aber, dass die Ehe mit Franz Schwantner und auch die spätere Auflösung dieser Ehe, sie wurde annulliert, durch einen Eintrag im Pfarrbuch bestätigt sind. Dass man Anfang der 20er Jahre ausgewandert ist, kam ebenfalls vor. Und wenn wir davon ausgehen, dass er der Vater Schulden hinterließ, mag für ein Familienmitglied, man wird sich wohl die junge Dame nicht unbedingt nur als behütete Apothekerstochter vorstellen müssen. Und sie mag neben einem gewissen Hang zum Abenteuerlichen damals auch vielleicht durchwegs die Notwendigkeit, sich anderswo zu situieren, für sich selbst gesehen haben. Was jedenfalls hochinteressant ist, ist, dass auch ihre Brüder letztlich vorübergehend nach Brasilien auswanderten. Der eine Bruder Hugo kehrte später dann nach Österreich zurück und wurde Spitalsapotheker. Der ältere Bruder Adolf hat sich dort niedergelassen. Noch 1951 war er am Leben, weil ihn seine Schwester dort besucht hat mit ihrem damaligen Ehemann. Mit anderen Worten, eine gewisse Auswanderungstendenz dürfte in der Familie überhaupt der Fall gewesen sein. Die Geschichte von Dieters Auswanderungsversuch dürfte also im Wesentlichen stimmen, da allerdings die Aussagen vorwiegend auf sie selbst zurückgehen, sind vielleicht bei gewissen Details Vorsicht angebracht. Abenteuerlich ließ sich das Ganze jedenfalls. Sie schloss sich mit diesem Projekt an. Es ist anzunehmen, in Begleitung ihres Ehemannes, da die Ehe später gelöst wurde, wird mag erklären, warum er nicht dabei genannt wird. Man hatte den Plan, sich auf eigenem Land in Brasilien niederzulassen. Dieses Auswanderungsprojekt stellte sich jedoch als Schwindel heraus. In Brasilien musste die Auswanderergruppe feststellen, dass sie betrogen worden war. Eine Rückreise dürfte nicht gerade einfach gewesen sein. Offensichtlich versuchte Dieter, ihre Pläne doch zunächst zu verwirklichen. Sie verdingte sich auf einer Kaffeeplantage, was ich durchwegs für plausibel halte. Angeblich gelang es ihr schließlich doch, sich eigenes Land zu leisten, aber dann waren es eine Ungezieferplage und ein Unwetter, das ihre Pläne endgültig beendete. Ob das Letztere so stimmt, da habe ich meine Zweifel. Es wäre durchwegs vorstellbar, dass sie diese Idee dazu erfunden hat, damit das Ganze nicht ganz so erfolglos aussieht. Fakt ist jedenfalls, dass sie schließlich 1921 sich Kanada zuwandte und dort mit einer anderen Auswanderergruppe erneut versuchte, Fuß zu fassen. Ja, es dürfte ihr nicht gelungen sein. Sie kehrte dann nach Brasilien zurück und arbeitete einige Zeit auf einer Fazenda. Eine Fazenda war eine Farm mit großen Rinder- und Pferdeherden.
Und einiges, was sie dort erlebt hat, dürfte sie dann später als Schriftstellerin in ihre Romane einfließen haben lassen. Sie kehrte dann um 1922 nach Österreich zurück. Möglicherweise war der Tod ihres Vaters ausschlaggebend. Und es ist anzunehmen, dass sie in der Folge in der Apotheke Maria vom Siege gearbeitet hat, dass sie wohl auch ihre Mutter zu unterstützen versuchte. Etwa um diese Zeit wurde die Ehe mit ihrem ersten Ehemann annulliert. Also sie wurde nicht geschieden, sondern aufgelöst. Und um 1926, etwa um die Zeit, als die Apotheke verkauft wurde, ging sie dann eine weitere Ehe ein mit Oskar Hollesch, einem Verleger, der journalistisch tätig war. Und es ist anzunehmen, dass er wesentlich an ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin seinen Anteil hatte. Wie es mit ihrem Ehemann dann weitergegangen ist, wissen wir allerdings leider nicht. Oder ich habe bisher noch nichts dazu gefunden. 1937 veröffentlichte Dieter Hollesch ihr erstes Buch, einen Roman, Der schwarze Hengst Bento, ein Jugendroman. Sie erzählt hier die Geschichte von einem Hengst, der eine liebevolle Kindheit in Deutschland erlebt, dann nach Brasilien verkauft wird, auf eine Hacienda kommt, wo er sehr schlecht behandelt wird und schließlich in die Freiheit flüchtet. Gemeinsam mit einer Herde von anderen Pferden erlebt er spannende Abenteuer, bis er schließlich doch wieder zurückkehrt in die Gefangenschaft bei den Menschen. Angelegt ist das Ganze auf einen positiven Ausgang. Natürlich, es kommt zu einer Versöhnung. Die Menschen, bei denen er jetzt lebt, haben sich gebessert und wissen, wie sie mit Pferden umgehen, etc. Dieses Buch sollte ihr erfolgreichstes Buch werden. Es nimmt einiges vorweg, was auch ihre späteren Bücher kennzeichnet. Im Mittelpunkt steht gewöhnlich als Hauptfigur ein Tier. Aus dessen Sicht wird die Geschichte erzählt. Und es sind seine Erlebnisse, die erzählt werden, oder ihre Erlebnisse. Der tierische Protagonist erlebt Abenteuer. Wichtig ist auch, dass Dieter Hollesch eigentlich ohne Vermenschlichung auskommt. Ihre Tiere, es wird aus der Sicht des Tieres erzählt, und ihre Tiere bleiben eher Tiere. Jedenfalls begann sie damit ihre Karriere als Tier- und Jugendschriftstellerin. Es war ihr erfolgreichstes Buch, es war noch Anfang des 21. Jahrhunderts im Buchhandel zu bekommen. Und bei der ursprünglichen Veröffentlichung konnte sie einen Schmankerl bieten, nämlich Schwarz-Weiß-Fotografien als Illustration, die sie selbst geschossen hatte. Und ihre abenteuerlichen Bindungen an Brasilien waren natürlich auch ziemlich medientauglich. 1938 reiste dann Dieter Hollesch mit Oskar Hollesch wieder nach Brasilien. Nach dem Literaturlexikon hatte das Ehepaar angeblich vor, sich dort niederzulassen, also eine erneute Auswanderung. Die Fakten, die über die Reise bekannt sind, legen eher nahe, dass man auf einen Besuch ging. Bedenkt man, dass 1938 der Anschluss war, könnte man sich natürlich vorstellen, dass das Ehepaar vielleicht selber ursprünglich gar nicht so genau wusste, möglicherweise eine Auswanderung ins Auge gefasst hatte, aber eben noch nicht fix. Wie auch immer, es ist anzunehmen, da ihr Bruder Adolf damals als Apotheker in Brasilien tätig war und dort eine eigene Apotheke hatte, dass sie ihn wahrscheinlich besucht haben. Auf jeden Fall besuchten die Hollesches damals südbrasilianische Siedlungen. Dieter Hollesch hatte die Gelegenheit, sich von älteren Bewohnern über die koloniale Vergangenheit des Landes zu informieren. Ein Thema waren die Kämpfe europäischer Einwanderer gegen die Indios. Falls das Paar die Absicht gehabt hat, sich vorübergehend im Ausland niederzulassen, haben sie ihre Pläne jedenfalls umgestellt und kehrten wenig später dann wieder nach Österreich zurück. In der Folge hat Dieter Hollesch noch mehrere Tier- und Jugendromane veröffentlicht, wobei sie durchwegs auch eigene Eindrücke von ihren Reisen, also vor allem von dieser Reise im Jahr 38, einbezogen hat. Und allmählich weitete sie auch ihre Bücher aus. War es ursprünglich eine Geschichte, die in Brasilien gespielt hat, mit der ihre Karriere begann, wandte sie sich dann der Tierwelt von Nordamerika und Europa zu. Später machte sie auch einen Aufenthalt in Kärnten, wo zwei Romane entstammten, einer über einen Gamsbock und eben einer über einen Bären. Dass sie sich von Reisen, Urlaub und Ähnlichem beeinflussen ließ, es anzunehmen. Als Stärken ihrer Romane werden bezeichnet ihre sehr stimmungsvollen Naturschilderungen. Ein wichtiges Thema war offensichtlich das Beschreibung von Mensch und Tier. Ein Bewunderer bezeichnet ihre Sprache als schön und qualitätsvoll. Ihre beiden letzten Romane sind 62 und 79 erschienen.
Danach dürfte sie in Vergessenheit geraten sein. Jedenfalls ist auffallend, dass schon im Zusammenhang mit ihrem Tod kein einziger Nachruf zu finden war. Als ich mich bemüht habe, mehr über sie und ihre Bücher herauszufinden, war ich auf der UB und habe mir angeschaut, welche Bücher von ihr dort noch zu finden sind. Und ich muss sagen, sehr viele waren es nicht, aber immerhin einige. Vielleicht ist nicht uninteressant, sie war als Schriftstellerin wirklich erfolgreich allerdings. Das geht daraus hervor, dass sie mehrere Bücher veröffentlichte, die in andere Sprachen übersetzt wurden, zum Beispiel ins Niederländische, Schwedische, Französische, Dänische, Lettische, und dass ihre Auflagen durchwegs zumindest zwei Zahlen erreichten. Einer der Gründe für ihre Vergessenheit mag damit zusammenhängen, dass sie in verschiedenen Verlagen publiziert hat, also keinen Verlag hatte, der eindeutig auf sie ausgerichtet gewesen wäre. 1951 unternahm sie eine weitere Reise nach Brasilien, wo sie ihren Bruder dann dort besuchte, und außerdem reisten die beiden dann noch weiter nach Argentinien und nach Paraguay. Diese Reise hat sie sicher beeinflusst und übrigens auch ihren Ehemann. Jedenfalls veröffentlichten dann beide nach der Rückkehr 1955 einen Bericht bei Ullstein, der ihm zugeschrieben wird, Geliebte Wildnis auf den Nebenstraßen Südamerikas. Interessant ist, dass er unter einem Pseudonym erschien, nämlich Oskar H. Friedrich. Ich meine, dort, wo ich die Information gefunden habe, wird das als merkwürdig bezeichnet, dass ihr Ehemann ihn unter einem Pseudonym herausgab. Für mich wäre es allerdings ein Indiz dafür, dass der Bericht entweder von beiden verfasst wurde, deswegen ein gemeinsames Pseudonym, in dem ihr Familienname auftaucht, Mädchenname auftaucht, oder dass sie möglicherweise ihn verfasst hat und dazu eher als Pseudonym diente, weil man gewisse Bedenken hatte, in den 50er Jahren einen Roman, wo es um Südamerika geht und um Nebenschauplätze von einer Frau veröffentlichen zu lassen. Wissen tun wir es nicht, aber es wäre natürlich vorstellbar, dass sie in diesem Bericht jedenfalls beteiligt war. Oskar Hollesch gab 1982 in Wien. Nach seinem Tod hat Dieter Hollesch ihre letzten Lebensjahre in ihrer Wohnung verbracht. Die befand sich auf der Maria-Hilfer-Straße, Ecke Heidmannsgasse, also in der Nachbarschaft der Apotheke Maria vom Siege. Und zeitweise hat sie sich auch bei ihrer Nichte im Burkersdorf aufgehalten. Sie soll bis zuletzt sehr rüstig gewesen sein und daher häufig Ausflüge in den Wienerwald gemacht haben. Und ich nehme an, sie wird dabei wohl auch öfter die Villa Friedrich besucht haben oder an der vorbeigegangen sein. Sie starb dann 1992 mit 91 Jahren in ihrer Wohnung in Wien in der Heidmannsgasse. Beigesetzt wurde sie auf dem Ortsfriedhof in Burkersdorf in einem der dortigen Familiengräber, und zwar direkt neben dem Grab ihres Großvaters Adolf Friedrich. Wie gesagt, der Lebensweg hat sie letztlich nach Fünfhaus zurückgeführt, und ich bin auch sehr glücklich bei dem Vortrag, dass ich uns einer Dame zu gedenken, die ja zu den bedeutenden Damen aus unserem Bezirk gehört, auch wenn es ein bisschen still inzwischen um sie geworden ist. Ja, bei der Familie Friedrich liegt sicher noch vieles im Argen. Es gibt eine ganze Menge Lücken, die noch näher erforscht werden könnten. Und ich hoffe, dass wir da noch einiges herausfinden werden. Das betrifft ja die meisten der Vorträge, die meinen Bezirk betreffen, dass es eben darum geht, Forschung kann nicht auf einem bestimmten Stand bleiben. Sie entwickelt sich weiter. In diesem Zusammenhang möchte ich jedenfalls anmerken, dass ich mich sehr gefreut habe, einen Vortrag über die Familie Friedrich halten zu können, der für mich auch ein bisschen Neuland war. Bisher ging es ja eher um Vorträge um Einzelpersonen oder um Gebäude, Liegenschaften etc. Zu Ihnen kann ich nur sagen, Sie waren ein angenehmes Publikum, sehr aufmerksam. Und ich würde mich natürlich freuen, Sie bei einer anderen Veranstaltung oder im Museum wieder einmal zu treffen. Und jetzt bleibt noch wie immer, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen, wobei ich anmerke, dass ich natürlich noch anwesend bin und Sie gerne noch weitere Fragen stellen können. Damit möchte ich den offiziellen Teil beenden.